Hallo und willkommen bei tooltime.de, eurem IT-Kanal im Internet. Toll, dass ihr das Video angeklickt habt. Hier in dem Video möchte ich mal zeigen, wie man sein altes Telefon oder ISDN-Kabel mit nur vier Adern zu einem Netzwerkkabel umbaut, wie man das so anschließt, dass man darüber eben auch mit einem Notebook, mit einer Spielekonsole oder mit einem Smart TV ins Internet gehen kann, ganz ohne WLAN. Viele haben bei sich zu Hause ja noch diese alten Telefonkabel installiert. Das sind diese vieradrigen und hier, das ist eben schwarz, weiß, gelb und rot. Und gibt es natürlich noch jede Menge andere Kabel. Da hat man früher ein Telefon dran angeschlossen, da wurde eben auch ein ISDN-Gerät mit angeschlossen, Faxgeräte und so weiter. Und diese Kabel, die kann man tatsächlich verwenden, um eine Netzwerkverbindung aufzubauen. Mit so einer Dose, wie man das hier drüben sieht, oder mit einem Patch-Panel, die kann man da so aufpatchen, dass man dann eben auch mit dem PC, mit dem Notebook über eine Dose oder hier über das Patch-Panel ins Internet gehen kann. In diesem YouTube-Video hatte ich ja mal gezeigt, wie man eine Netzwerkdose oder ein Patch-Panel anschließt an ein Netzwerkkabel. Video blende ich hier oben als Infokarte mal ein, findet ihr auch unten in der YouTube-Videobeschreibung. Und da gab es ja eben entsprechend die Cat5, Cat6, Cat7, Cat8 Netzwerkkabel dazu. Das sind diese Orangen, gibt es auch in anderen Farben. Die haben ja 8 Adern und da kriegt man eben 1 Gigabit-Verbindung hin. Die kann man hier entsprechend patchen, die kann man auflegen und hat dann eben eine ziemlich schnelle Kabelverbindung. Es geht aber auch mit 4 Adern. Diese Telefonkabel, die irgendwann in den 50ern, 60ern, 70ern, 80ern massenhaft gelegt wurden in die Häuser, die sind eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn man sich das hier mal anschaut. Da hat man einmal hier wirklich 4 stabile Adern und dann auch noch eine Abschirmung bei diesem Kabel dabei. Also so schlecht ist das nicht. Dann hat es hier nochmal diesen Zugdraht und diese 4 Adern, die kann ich eben auch hier drüben auf einer Netzwerkdose aufpatchen. Das geht super einfach, geht auch schneller eben als beim 8-poligen Kabel. Und da kriege ich eine 10 Megabit oder meistens eben eine 100 Megabit Verbindung mit hin. Hier habe ich noch ein anderes Kabel. Das ist ein 12-adriges Datenkabel. Da kann man eben auch hier zum Beispiel Hausklingeln mit anschließen und was man da alles damals mit gemacht hat in den analogen Zeiten. Die sind eben auch noch sehr oft in Häusern installiert. Gerne auch von der Garage ins Haus rein, weil in der Garage, da sind ja meistens dann die Endpunkte, da ist das Telefon ja angekommen und da hat dann der Handwerker vor 30, 40 Jahren gern mal ein 10-adriges, 12-adriges Kabel gelegt und die kann ich eben auch heute noch für Netzwerk benutzen. Wenn ihr ein Netzwerkkabel im Haus gelegt habt, wollt aber zwei voneinander unabhängige Rechner dran anschließen, dann gibt es auch diese Adapter hier. Und diese Adapter machen eben aus einem Netzwerkkabel 2. Der Haken ist natürlich, aus einem Gigabit machen die 200 Megabit pro Sekunde. Und das zeige ich mal am Ende des Videos. Da gibt es hier noch die entsprechenden Adapter für. Kann man zum Beispiel auch ein Kabel aufstecken. Und am Ende des Videos zeige ich mal, wie das hier funktioniert und was Windows 11 zu diesem Adapter sagt. Was braucht man dafür, um aus so einem Telefonkabel oder ISDN-Kabel ein Netzwerkkabel zu machen? Braucht man einmal eine Dose auf der einen Seite, eine Dose auf der anderen Seite oder eben hier so ein Patch-Panel, wie ich es hier drüben liegen habe. Und da zeige ich mal, wie die Kabel da hier verbunden werden und teste das Ganze mal auch mit einem Windows 11 Notebook. Hier auf der Seite tooltime.de, da habe ich mal die Belegung aufgeschrieben. Den Link findet ihr unten in der YouTube-Videobeschreibung und auch in den Kommentaren. Diese Netzwerkdosen und Patchpanel, die man kaufen kann, die haben ja 8 Anschlusspunkte und die sind auch verschiedenfarbig markiert. Das ist dann grün, weiß, grün, orange, weiß, blau, blau, weiß, orange, braun, weiß, braun. Und das ist die Norm 568A. Dann gibt es noch die 568B. Und die ist eigentlich genauso, da sind eben die Farben einfach ein bisschen vertauscht. Und hier drüben auf der linken Seite, da sieht man eben, welche Pins ich brauche. 1, 2, 3 und 6, um eben eine 100 Megabit Verbindung mit einem vieradrigen Kabel hinzubekommen. Wenn ich also eine Dose habe, die eben so beschaltet ist nach 568A oder 568B, das sind die ja allermeistens, dann bleiben 4 Kontakte unbesetzt, 4, 5, 7 und 8 werden gar nicht benutzt und ich brauche eben nur 1, 2, 3 und 6 und das ist hier Transceive Data plus Transceive Data minus Receive Data und Receive Data auch entsprechend plus und minus. Das hier, das ist so eine Universaldose aus dem Netz und da sieht man, die hat eben 2 Ausgänge, da kann ich eben 2 Netzwerkkabel anschließen und so sieht die hier von hinten aus. Und da kann man einmal oben ein 8-poliges Netzwerkkabel anschließen und unten. In meinem Fall brauche ich tatsächlich nur 4 Adern anzuschließen, entweder eben 4 unten oder 4 oben. Dann funktioniert natürlich auch nur die linke oder die rechte Dose hier.
bei dieser Dose, da steht freundlicherweise links und rechts dann drauf. Also das ist hier die linke Dose, das ist die rechte Dose und auf der Rückseite, da steht es dann hier. Da steht dann hier links. Also wenn ich das hier oben beschalte, dann funktioniert auf der anderen Seite dann dieser Ausgang. Und hier unten, das ist dann rechts. Das haben die auf den Kopf gedruckt, warum auch immer. Und da kann ich mir jetzt eine Seite aussuchen, ganz egal welche. Ich nehme einfach mal die linke Dose, also hier oben L. Und da habe ich hier 1, 2, 4, 5, 3, 6, 7, 8. Also die Durchnummerierung, die ist auch nicht in der richtigen Reihenfolge. Da muss man wirklich aufpassen. Und es geht hauptsächlich hier jetzt bei dieser Dose, bei dem Aufdruck da um die Farben, dass die eben natürlich zusammen sind. Aber hier muss man sich jetzt die richtige Nummer raussuchen. Das war ja dann 1, 2, 3 und 6. Also hier diese beiden linken brauche ich und dann hier nochmal diese. Was man ja auch sieht auf dieser Dose, es gibt die Norm A und es gibt die Norm B. Das ist eben TEA 568A, ist unten das Farbschema und 568B ist oben das Farbschema. Das bezieht sich aber nur eben auf die Farben und die sind in meinem Fall ja sowieso egal, weil mein Telefonkabel ja eh andere Farben hat als hier oben abgedruckt. Diese Telefon- oder ISDN-Kabel oder Datenkabel, die in den letzten 20, 30, 40, 50 Jahren in Deutschland verlegt wurden, wahrscheinlich auch in ganz Europa, die haben ja sowieso andere Farben. Also meins hat hier diese Standardfarben Rot, Gelb, Weiß und Schwarz und das ist ja sowieso hier nicht dabei. Also muss ich mir einfach irgendein Farbschema nehmen. Hauptsache ist es eben auf beiden Seiten gleich, also auf beiden Netzwerkdosen oder auf der Netzwerkdose und auf dem Patch-Panel, aber dem Strom und den Daten ist es ja egal, welche Farbe die Isolierung von der ADA hat. Um so ein Kabel auf so eine Netzwerkdose aufzulegen oder zu crimpen, wie immer man das auch nennen möchte, da gibt es so ein LSA-Auflegewerkzeug, das sieht so aus und da kommt hier das entsprechende Kabel drauf und dann wird das hier mit runtergedrückt und dann wird das auch automatisch hier abgeschnitten. Das kann man natürlich auch versuchen mit einem kleinen Schraubenzieher oder mit zwei kleinen Schraubenziehern zu machen. Ist aber wirklich sehr aufwendig. Also wenn ihr so ein Werkzeug habt, dann geht es wesentlich einfacher. Ich lege jetzt diese vier Adern hier auf. Wie gesagt, welche Farbe wohin ist ja auch ganz egal. Ich brauche eben 1, 2, 3 und 6 und die sind ja hier unten beschriftet. Und da habe ich hier 8, 7, 6. Also mache ich das Rote einfach mal hier hin. Einfach hier locker draufgelegt und dann wird das hier so runtergedrückt und schon ist es drin. So sieht das hier jetzt aus und wenn man mal genau in diese Klemme hier oben reinschaut, da sieht man, dass eben die Kupferader hier eingeklemmt ist zwischen diesen zwei Klemmen und ganz hier oben, da hier, da wurde das automatisch hier mit diesem Schneider abgeschnitten. Die anderen drei Adern, die habe ich jetzt einfach mal so hier draufgelegt. In dieser Reihenfolge habe ich das mit dem Finger so ein bisschen reingedrückt. Und da habe ich hier ganz links weiß, dann schwarz, dann gelb, dann rot. Aber wie gesagt, ganz egal, solange das immer gleich ist. Und die kann ich jetzt hier reinkrimpen und abschneiden. Das ist Nummer 1, Nummer 2 und dann hier das Gelbe noch, Nummer 3. Und das Rote hatte ich ja schon. So sieht das jetzt fertig aus. Da ist links weiß, dann schwarz, dann gelb und dann rot auf 1, 2, 3 und 6. Das andere Ende mache ich hier an dieses Patch-Panel. Das ist ein 12-Port-Patch-Panel und die Kontakte, wenn man hier schaut, die sind auch durchnummeriert. Da habe ich hier 1, 2, 3, 6, 7, 8, 5, 4. Also wieder anders nummeriert als bei der Netzwerkdose. Hier drüben habe ich dann wieder eben das Farbschema TIA 568A oder B. Bei der Netzwerkdose, da war es ja hier gewesen, die 1, die 2, 4, 5 und dann habe ich hier die 3, die 6, die 7 und die 8 und hier oben schon wieder alles anders. Da habe ich die 1, 2, 3, 6, 7, 8, 5 und 4 und da muss ich mich jetzt hier an den Zahlen, an den Ziffern orientieren hier und nicht an irgendwelchen Farben. Dieses linke Kabel hier ist das Kabel aus dem anderen Video und das ist ja ein Netzwerkkabel CAT7 und da habe ich eben auch die entsprechenden Farben in den Adern und da sieht man auch, dass das die Farben sind, die hier neben übereinstimmen, aber bei irgendeinem beliebigen Kabel, was aus der Wand kommt hier, da ist es natürlich nicht der Fall. Ich nehme einfach mal irgendeine Dose hier und da fange ich an mit der 1, das wäre das Weiße gewesen, das lege ich hier drauf. Und dann drücke ich das hier runter. Und das ist schon mal drin. Und dann brauche ich das Schwarze. Das war die 2 gewesen.
Schwarz kommt dann hier drauf, also die 2, und dann wird das einmal hier mechanisch runtergedrückt und auch gleichzeitig reingedrückt und abgeschnitten. Das gelbe Kabel habe ich auch aufgelegt, das war die 3, und dann die 6, das war das rote Kabel, kommt hier so hin. Und was man jetzt schon sieht, ist, dass eben diese 4 Kabel alle hier oben liegen. Also da hat sich der Hersteller auch was zu gedacht, was die Nummerierung betrifft. Und fertig. So sieht das Ganze jetzt fertig aus. 1, 2, 3 und 6. Ich kontrolliere es oben richtig. Unten ist es auch richtig. Dann die Farben 1 ist weiß, hier in meinem Beispiel. Und unten stimmt das auch. 2 ist schwarz, stimmt auch. 3 ist gelb, stimmt auch. Und 6 ist rot, stimmt auch. Und wenn ihr natürlich einen anderen Patch habt, ein anderes Patch-Panel oder eine andere Netzwerkdose, dann kann das Ganze natürlich hier auch wieder ganz anders aussehen. Und wahrscheinlich ist es auch so, dass das Kabel, was ihr in der Wand habt, möglicherweise auch wieder andere Farben hat. Ist natürlich immer schön, wenn man auch hier noch so eine Isolierung hat und die anschließt hier als Shield sozusagen. Kommt hier außen an die Netzwerkdose dran und hier außen dann an das Patchpanel oder hier innen. Da gibt es auch noch mal hier so eine Abschirmung und dann kann man hier bei diesem Patchpanel das Ganze auch noch erden mit diesem gelben Kabel, was hier liegt. Aber das ist natürlich in vielen Fällen gar nicht mehr vorhanden. Da gucken vielleicht wirklich nur noch hier die einzelnen Adern aus der Dose. Ich probiere das Ganze jetzt mal aus und dieses Kabel hier, das kommt direkt von meinem Router und das ist Internet mit einem Gigabit. Und hier drüben habe ich ein Windows 11 Notebook, das ist jetzt offline, da stecke ich neben das Kabel mal rein. Das kommt hier rein. Hier ganz unten rechts, da ist ja diese kleine Weltkugel, wenn das Notebook oder wenn Windows 11 generell offline ist. Und wenn ich das Kabel reinstecke, dann verschwindet diese Kugel und da kommt da so ein kleiner Computer. Und es dauert immer ein bisschen und da habe ich es jetzt. Jetzt ist der Rechner online und rechte Maustaste, Netzwerk und Internet-Einstellungen kann ich mir hier angucken. Dann klicke ich hier auf Ethernet und da sehe ich dann bei Windows 11 oder auch entsprechend bei Windows 10 gleich die Geschwindigkeit. Ich scroll mal nach unten und da habe ich hier eine Gigabit-Verbindung oder eben 1000 Megabit mit dem Kabel direkt an den Router. Ich habe das Kabel wieder aus dem Notebook rausgezogen und stecke das jetzt hier in mein Patch-Panel rein. Und hier so sieht das von der anderen Seite aus. Und das ist hier Nummer 7, die ich aufgepatcht habe. Also jetzt passiert da natürlich noch nichts. Und hier drüben das orangene Kabel, das ist die Gigabit-Dose. Die möchte ich jetzt nicht testen, sondern die, die ich eben hier dran gepatcht habe. Und das ist die. Und hier habe ich eben mein Telefon oder mein ISDN-Kabel dazwischen. Also das vieradrige. Ich hatte hier ja L benutzt. L ist dann links und stecke ich hier ein 1 zu 1 Kabel rein, ganz normales Patchkabel und das kommt dann hier auch in das Notebook. Und da wurde das Netzwerk jetzt von Windows 11 erkannt. Ich schaue mal hier, was das jetzt für eine Netzwerkgeschwindigkeit ist. Rechte Maustaste, Netzwerk und Internet-Einstellungen werden hier dann angezeigt und dann gibt es hier den Punkt Ethernet. Und dann muss man hier nach unten scrollen und da habe ich hier 100 Megabit pro Sekunde. Diese 100 Megabit pro Sekunde, die sind natürlich dann auch Maximum, können auch nur 10 Megabit pro Sekunde sein, je nachdem, wie euer Kabel eben da verlegt ist. Ich starte hier mal den Firefox und das ist die Autostartseite. Funktioniert, kann man hier ohne Probleme jetzt mit surfen. Da gibt es im Internet ja auch diese Adapter zu kaufen, diese Y-Adapter, wo man aus einem Netzwerkanschluss eben zwei scheinbar macht. Aber so ganz richtig ist das nicht. Und hier ist ja das Anschlussbild drauf auf diesem Adapter. Und da sieht man hier Port 3. Das ist hier oben, das ist das Ende von dem Kabel, also der Stecker. Und da habe ich hier die Netzwerkadern oder Pins 1 bis 8. Und dann hier S steht dann eben für Shield, also für die Abschirmung. Und da sieht man auch die Beschaltung. Da sehe ich hier, dass eben auf die eine Buchse von 1, 2, 3 und von 6 hier rüber geschaltet wird. Und das ist ja genau das, was ich eben hier im Video gezeigt habe. Das heißt, da macht man aus einem Gigabit, im besten Fall Gigabit-Anschluss, 200er, auf jeden Fall mal 100er. Und das probiere ich auch mal aus. Also hier 1, 2, 3 und 6 geht hier nach rechts. Und da habe ich dann eben genau das, was ich eben gebaut habe, als fertigen Adapter.
Das Notebook, das ist wieder offline und hier ist meine Gigabit-Leitung, die direkt vom Router kommt. Dann habe ich hier nochmal einen Buchse-Adapter. Da stecke ich das Ganze hier mal 1:1 zusammen. So, und jetzt habe ich ja hier zwei Ausgänge und da probiere ich zuerst mal den rechten Ausgang, stecke ich mal hier rein. Und da müsste das Notebook sich jetzt im Internet verbinden. Hat auch geklappt. Hier unten sieht man wieder das Netzwerksymbol. Ich klicke wieder auf Netzwerk und Internet Einstellungen und klicke hier auf Ethernet. Und jetzt wird das Ganze aktualisiert. Und mehr als 100 Megabit pro Sekunde sollte da jetzt nicht angezeigt werden. Tatsächlich, ich habe jetzt eben eine Verbindung, die noch ein Zehntel der Geschwindigkeit hat. Ich stecke jetzt mal das Netzwerkkabel in den anderen Ausgang. Ich mache das hier mal links raus und hier drüben ist jetzt das Netzwerksymbol verschwunden. Und ich stecke das jetzt hier rein auf die andere Seite und mal gucken, ob da drüben gleich was angezeigt wird. Das hier, das funktioniert aber nicht. Das ist ja noch die Anzeige, die alte Anzeige, die aktualisierte Windows 11 leider nicht automatisch. Und hier unten sehe ich immer noch die Weltkugel und da steht dann hier kein Internetzugriff, keine Verbindung verfügbar. Wenn ihr so einen Adapter habt oder euch einen kaufen möchtet, und dann müsst ihr natürlich immer bedenken, es gibt ganz verschiedene Schaltschemen. Das, was hier im Hintergrund zu sehen ist, ist jetzt das gleiche wie hier. Und der andere Punkt ist natürlich, dass man hier aus einer Gigabit-Verbindung ein oder 200 Megabit-Verbindungen macht. Also die Internetgeschwindigkeit wird langsamer. Und diese Adapter, wie ich sie hier in der Hand habe, die sind eigentlich dazu da, dass man zwei von diesen Adaptern hat und ein verlegtes Netzwerkkabel zum Beispiel mit zwei Rechnern benutzt oder zwei Geräten. Da kommt dann das hier an, das eine Kabelende und das andere von dem anderen Adapter in einem anderen Raum auch an die Dose oder an das Kabelende und da kann ich hier zwei getrennte Rechner anschließen. Gibt auch noch Adapter, die haben so ein Schaltbild, wie es hier zu sehen ist, 1 bis 8. Das wird einfach gedoppelt. Da geht dann hier Pin Nummer 8 auf Pin Nummer 8 von der Buchse und auf der anderen Seite auch an die Buchse an Pin Nummer 8. Also wer weiß, wozu das hier gut sein soll, einfach mal in die Kommentare schreiben. Wenn ihr ein Haus oder eine Wohnung habt, wo solche Kabel noch aus der Wand rausgucken, dann ist es teilweise sehr praktisch, wenn man irgendwo im Dachboden oder im ersten Stock so eine Dose noch hat, wo früher ein Telefon angeschlossen war, geht es runter in den Keller, wo heute dann der Router sitzt, dann hat man immer noch mal eine 100 Megabit Internetverbindung. Und wenn es nur 10 Megabit sind, ist es meistens immer noch besser als 3, 4 WLAN-Verstärker und dann hat man irgendwie nur noch 1 Megabit WLAN ganz oben unterm Dach. Das gibt's ja alles. Oder wenn ihr ein Kabel habt, was irgendwo vom Haus in die Garage geht, dann hat man da auch besseres Internet mit so einem Kabel, auch wenn es langsam ist, als mit irgendeiner WLAN-Verbindung. Wenn es mit dem alten Kabel aber nicht funktioniert, dann muss man wirklich ein neues Kabel ziehen, hier so ein Netzwerkkabel. Das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einfach einen Daumen hoch. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Wenn ihr Fragen habt, Hinweise, Verbesserungen, Kommentare, eigene Erfahrungen, schreibt die unten in die Kommentare rein. Interessiert mich auf jeden Fall und andere Zuschauer mit Sicherheit auch. Und guckt mal unten in der YouTube-Videobeschreibung. Da findet ihr die ganzen Links zu anderen Videos und weitere Tipps und Tricks und auch den Link zur Seite tooltime.de, wo eben hier dieses Diagramm angeht. Gegeben war. Besucht mal die Seite tooltime.de, das ist diese hier. Auf tooltime.de findet ihr über 380 Anleitungen, wie man seinen Rechner schneller macht, wie man sein Notebook schneller macht, wie man seinen Drucker auseinanderbaut und repariert, wie man Windows 10, Windows 11 oder Linux installiert, Probleme beseitigt. Schaut es euch einfach mal an, da gibt es jede Menge Anleitungen, Tutorials, Tipps und Tricks. Besucht doch mal die Seite Tooltimepedia. Tooltimepedia ist ein Hardware-Archiv, ein Software-Archiv aus 3 Jahrzehnten, 30 Jahre IT-Geschichte mit alter und neuer Hardware, mit alter und neuer Software. Da findet ihr Mainboards, da findet ihr Prozessoren, Grafikkarten, was die früher konnten und was die früher gekostet haben. Hier blende ich noch ein paar Infokarten ein zu anderen Videos auf dem Kanal. Da seht ihr dann, wie man Notebooks installiert, ganz neue Notebooks richtig einrichtet, wie man Windows 10 repariert, Windows 10 schneller macht, wie man Drucker installiert und Drucker repariert. Schaut es euch einfach mal an, da sind jede Menge Sachen für euch dabei. Klickt einfach auf die Infokarte drauf.